Herr Mayer, in wenigen Wochen findet die Bundestagswahl statt. Wie nehmen Sie eigentlich die Berichterstattung hierzulande wahr? Mit größter Verwunderung stelle ich einmal mehr fest, wie meine Kolleginnen und Kollegen, also die Journalistinnen und Journalisten, also wir eigentlich, der Macht nacheifern. Immer die angesagte Person wird hofiert. Und wenn sie nicht mehr angesagt ist, wird die nächste hofiert. Das spielte sich folgendermaßen ab. Zu Beginn dieser Wahlphase war Annalena Baerbock quasi die Gebenedeite der Redaktionen. Also es war unglaublich. Sie war natürlich genau die Person für all die Gender-Feministinnen auf den Redaktionen. Sie war quasi der Gender-Star. Unglaublich und ziemlich kritiklos, zum Teil ganz kritiklos. Und dann sank ihr Stern. Und dann war eine Phase, wo man sagte, ja, der Laschet, also der CDU-Mann, der setzt sich dann doch durch. Und da war man ein bisschen neutral, aber man konnte es nie richtig mit ihm, weil er ja auch, wie soll ich sagen, nicht so gewinnend ist auf den ersten Blick. Und dann kam plötzlich der Scholz, den man überhaupt nicht beachtet hatte. Also der Sozialdemokrat Olaf Scholz stieg und stieg und stieg. Jetzt sind sie alle dort. Sind sie alle dort versammelt zu seinen Füßen. Dieser geheimnisvolle, sphinxhafte oder pokerspielerhafte Mensch, der ja nicht viel sagt, der höchstens verschmitzt lächelt, der zurückhaltend ist, ist jetzt die große Figur. Also ich stelle fest, um da abzurunden, wir sind immer dort, wo wir glauben, dass die Macht ist. Was meinen Sie denn, wie stark der Einfluss ist auf das Wählerverhalten, wenn diese ganze Medienmeute plötzlich einen Kandidaten so hochjazzt? Es ist ja weniger das, was die Journalisten schreiben, das sind die Leserinnen und Leser, die User heißt das, geht ja weit darüber hinaus, heute kritisch genug. Ich meine, die Kritik in Deutschland, in der Schweiz ist ein bisschen anders, aber in Deutschland ist ja gewaltig und sie konzentriert sich in diesem verleumderischen Begriff Lügenpresse. Das ist natürlich, die Medien lügen nicht, aber sie sind dort, wo die Macht ist. Und die Menschen merken das und haben eine kritische Haltung. Was allerdings durch, Sie haben gesagt, die Journalistenmeute ausgelöst wird, ist, der Erfolg bringt den Erfolg. Wenn plötzlich von einem nur noch die Rede ist, abgesehen davon, was man sagt, einfach, er ist der Erfolgreiche und dann jeden Tag sagt man, jetzt hat er noch mehr Erfolg, hat noch mehr Erfolg, noch mehr Erfolg. Erfolg bringt Erfolg. Das glaube ich schon, dass das die Medien bewirken. Sie haben ja selbst jahrzehntelang Erfahrung gesammelt in der Schweiz, in Bern als Journalist. Waren Sie denn auch davon betroffen oder kann man sich irgendwie davon frei machen, von diesen Trends, die man so erlebt unter Kollegen, dass man dann plötzlich auch jemanden so hochschreibt, so wie es die anderen auch machen? Es ist keiner frei von uns, von dieser Tendenz. Das ist fast eine Art harmlose Krankheit des Journalismus. Der Journalist ist ja nie wirklich der Mächtige, aber er will mit dem Mächtigen sein. Dadurch wird er auch zum Teil mächtig. Und keiner ist frei. Ich war sicher auch nicht frei. Aber ich hatte ein Prinzip von Anfang an meiner journalistischen Tätigkeit, die begann in den frühen 60er Jahren, des letzten Jahrhunderts, muss man hinzufügen. Das ist also ziemlich lange her. Und ich hatte etwas, so wie ein Reflex der Abwehr, ich ließ mich nie einladen. Ging nie auf Veranstaltungen, auf Einladungen, wo man ist. Ich lud selber ein. Also das war mein, das hielt dich wirklich durch. Und ganz wenige Veranstaltungen oder sagen wir Events, politische, die von Regierungsseite oder Parlamentsseite lanciert wurden, habe ich mitgemacht. Ganz wenige einzelne, weil es in den Fällen unhöflich gewesen wäre, mich zu verweigern. Aber das war der einzige Grund. Sonst habe ich diese Distanz gewahrt. Übrigens auch Distanz zu den Journalisten. Das, was Sie jetzt hier haben in Berlin, halte ich für fatal. Wenn ich schon nur höre, Bundespressekonferenz,
die sind doch alle gleich. Sie wagen keine wirklich kritischen Fragen zu stellen. Wenn Sie das hören, was die berichten, salbungsvolle Sprache haben sie, fast gemeinsame Art, das zu berichten, stört mich. Ich habe mich auch dort verweigert. Ich ging an keine Pressekonferenzen. Ich war auch nicht Mitglied der Journalistenvereinigung des Bundeshauses. Ich wollte eigentlich auch zu den Kollegen, weil das ist noch verführerischer, dass sie mit den Politikern zu tun haben. Das sind ja die Protagonisten der Demokratie. Aber wenn sie dann im Pulk der Kolleginnen und Kollegen sind, fürchterlich. Das wollte ich nie. Und das ist, glaube ich, sollte man sich zum Abwehrprinzip machen. Und ich habe auch immer dafür plädiert, ich war publizistischer Leiter von Ringier, dem größten Schweizer Verlag, Boulevardverlag, wie Springer, also ein mächtiger Verlag. Ich habe immer dafür plädiert, dass unsere Journalistinnen und Journalisten nicht im Bundeshaus selbst irgendwie die Schreibmaschine oder den Laptop oder ein Büro haben, sondern ich habe gesagt, die müssen im Winter durch den Schnee und wenn es regnet, durch den Regen in ein eigenes Büro. Weil diese paar hundert Meter oder vielleicht ein Kilometer, das macht die Distanz aus. Wir gehören als Journalisten nicht zur Regierung und nicht zum Parlament. Wir sind etwas anderes. Und das muss in uns stecken. Herr Mayer, wir setzen das fort.